Auf welche Adjunkt stehst du? Was bekommst du an Taschengeld? Stehst du unter Druck, die Videos zu machen? Hallo Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva. Ich konnte neulich nicht einschlafen, also habe ich euch auf Insta gebetet und auch auf YouTube, dass ihr mir einfach so ein paar Fragen stellt. Und da habe ich die ausgedruckt. Heute kann ich leider auch nicht schlafen. Also dachte ich, beantworten wir zusammen mal die Fragen, als ob wir auf FaceTime wären. Irgendwie habe ich da krass Bock drauf. Aber bevor wir anfangen, machen wir erstmal meine Challenge. Also schafft jetzt in 3 Sekunden meinen Kanal zu finden und das Video zu liken. 1, 2, 3. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt mal nicht schlafen in die Kommentare. Das passt gerade eigentlich richtig gut. Und jetzt noch ganz kurz, bevor wir anfangen, wollte ich euch noch erzählen. Ich habe alle Fragen von YouTube und Insta ganz durcheinander gemixt. Ich habe jetzt auch keine bestimmten Themen gemacht. Übrigens, wenn ganz viele Leute dieselbe Frage gestellt haben, habe ich die nur einmal aufgeschrieben. Jetzt können wir auch anfangen. Okay, erstmal kurz Outfit-Check. Und bevor ihr fragt, leider habe ich vergessen, wo ich eine Body habe. Hier könnt ihr auch meine Liste sehen. Da habe ich auch meine Fragen aufgeschrieben. Ich werde jetzt erstmal so ein Get on Ready with me machen, weil ich habe eigentlich vergessen, mich abzuschminken und Skincare zu machen. Eigentlich ja total praktisch. Und ich habe das Gefühl, ich brauche ein Stativ. Bin wieder da. Okay, jetzt könnt ihr mich auch gescheit sehen. Und ich habe eine Kerze mitgenommen. Das ist eine Soft Vanilla Kerze. Die habe ich übrigens in meinem Teddy gekauft. So. Ich liebe Kerzen einfach so sehr. Die sind so ein Vibe. Ich lieb's. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Frage Nummer 1. Fühlst du dich eher als Deutsche oder Irländerin? Ganz ehrlich gesagt, ist das eine schwierige Frage. Erstmal als Kontext für die, die es nicht wissen. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Irländer. Und Englisch ist meine Muttersprache. Aber ich identifiziere mich einfach mit Deutschland. Ich meine, hier wachse ich ja auf. Hier bin ich geboren. Aber auch gleichzeitig denke ich auf Englisch. So, ich bin halt auf Englisch eingestellt. Also mental irisch und sonst eigentlich deutsch. Okay, drück die Daumen. Schaff ich es jetzt, den Mülleimer zu schmeißen? Ich hab's nicht geschafft. Und deswegen spiele ich kein Basketball. Okay, nächste Frage ist, warum ich mit meinem Dad nicht Deutsch spreche. Also wie ich ja gesagt habe, mein Dad ist Irländer und in Irland spricht man ja Englisch. Englisch ist ja auch meine Muttersprache und immer wenn mein Papa im Raum ist, sprechen wir zu Hause eigentlich immer nur Englisch, weil ich meine, er spricht ja viel lieber Englisch als Deutsch. Ich meine, Englisch ist ja auch seine Muttersprache. Aber mit meiner Mama spreche ich immer Deutsch. Nächste Frage ist, was meine schlechteste Note war. Also einmal in Deutsch hatte ich eine 5 geschrieben, das war in einem Diktat. Da war ich richtig jung, habe vergessen zu üben. Ist aber auch wirklich schwierig. Warst du schon mal Pick Me? Also, ihr wisst ja, eigentlich hasse ich diesen Begriff Pick Me, weil ich finde es so schlimm, wenn andere Mädchen gemein zu anderen Mädchen sind. Wir sollten uns supporten, Girls support Girls. Aber wenn auch eine Person richtig gemein ist, dann sollte man die Person nicht so Pick Me oder so nennen. Dann sollte man einfach nicht mehr mit dieser Person befreundet sein. Und bestimmt meinte die Person das jetzt nicht gemein, die das geschrieben hat. Aber bin mir auch nicht wirklich sicher, was diese Frage bedeutet. War ich schon mal Pick Me? Aber ich sag jetzt einfach mal nein. Wenn man dir schreibt, antwortest du oder deine Mutter? Also normalerweise antworte ich immer, wenn ihr mir jetzt zum Beispiel auf Insta schreibt. Aber wenn es zum Beispiel eine schwierige Frage ist, dann hole ich mal meine Mutter. Dann hilft sie mir. Zeigst du nur das Schöne oder ist dein Leben perfekt? Also Leute, kein Leben ist perfekt. Ich meine, ich versuche jetzt nur, das so cool in meinem Leben zu zeigen, weil ich will, dass wenn ihr meinen Kanal schaut, dass ihr so richtig viel Spaß habt. Aber warte mal. Ich kann euch schon mal sagen, mein Leben ist nicht perfekt. Und ich gebe euch jetzt auch schon mal Beweis. Warte mal. Einmal habe ich mit Florida und Get Values nicht gedreht. Und leider, ihr wisst ja, ich habe eine feste Zahnspange. Und ich habe auch noch eine lose. Warte, ich habe gerade ein Wasserbad. Muss ich eh mal wechseln? Schau mal. Ja, ich habe wirklich so schlimme Zähne. Da brauche ich eine feste und eine lose Zahnspange. Und prinzipiell ist mein Leben auch nicht perfekt. Ich meine, wenn ich mal mit meiner Mom streite, dann lade ich das jetzt auch nicht im Internet hoch oder schnapp mir schnell meine Kamera. Ich versuche wirklich einfach nur die schönen Sachen in meinem Leben zu zeigen. Und ich versuche ja auch wirklich richtig realistisch mit euch zu sein. Und wenn ihr euch gerade wundert, was ich mache gerade meine Zahnspange in so einem Wasserbad. Das muss ich leider immer machen. Okay, nächste Frage ist Celebrity Crush, Lieblingsbuch und Lieblingsband, / Sängerin. Also, mein Lieblingsbuch, oh, das habe ich nicht, oder? The Obsession, das habe ich in Florida von Barnes & Noble gekauft. Das ist so ein geiles Buch. Ich bin mit dem obsessed. Leider bin ich noch nicht fertig, aber ich sage euch bald, wie es endet. Ich spoiler jetzt noch nicht. Celebrity Crush habe ich euch auch schon mal erzählt. Eigentlich habe ich keinen Celebrity Crush. Ich habe auch im echten Leben keinen Crush. Und Lieblingsband, /Sängerin. Also Sänger habe ich jetzt nicht, wenn dann Kurt Cobain, das ist der Sänger von Nirvana und Band ist dann auch Nirvana. Kann ich mal prinzipiell
wieder ein Fantreffen machen. Also Leute, ich arbeite dran. Ich versuche wirklich mal wieder ein Fantreffen zu machen. Das wird mir auch wirklich so viel Spaß machen. Aber ich glaube, ich bin dann in der Buchmesse in Frankfurt. Aber ich kann euch noch nicht zu viel verraten, weil ich bin mir wirklich noch nicht sicher. Es haben auch ganz viele gefragt, weil als ich in Florida war, habe ich erzählt, dass ich so pinke Vaseline suche. Ich habe die normale Vaseline gefunden. Die ist übrigens richtig gut. Seitdem ich die benutze, sind meine Lippen einfach so weich. Ich habe auch die pinke gefunden. Funktioniert auch einfach so gut. Das muss ich euch einfach mal zeigen. Also wenn ihr mal unterwegs seid, seht die mal, kauft die wirklich. Like, oh mein Gott, ich bin mit dir einfach so obsessed. Okay, weiter geht's. Das muss ich kurz mal zeigen. Wie findest du uns Einzelkind zu sein? PS, ich bin auch Einzelkind. Also ehrlich gesagt, finde ich ziemlich gut. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es ist mit Geschwistern. Aber manchmal frage ich mich auch, wie es wäre, so Geschwister zu haben. Aber auch gleichzeitig fühlt es sich so an, als hätte ich schon Geschwister. Weil ihr wisst ja, ich habe eine Cousine und einen Cousin. Früher lebten wir sogar im gleichen Haus und wir treffen uns jede Woche. Und es fühlt sich schon an, als wären die meine Geschwister. Wie viele Zimmer hattest du bereits? Ich kann mich nur mehr an das Zimmer mit dem Ava-Warn-Sticker, das Indie-Zimmer und ein jetziges Zimmer erinnern. Also das waren eigentlich schon alle. Früher hatte ich noch oben so ein Schlafzimmer, aber das ist jetzt das Man-Cave von meinem Papa. Wie viele Zimmer hast du und warum hast du so viele Zimmer? Bin neugierig. Also ich habe jetzt dieses Zimmer, mein Schlafzimmer und dann noch mein Wohnzimmer und noch das Ankleidezimmer. Also eigentlich habe ich nur so viele Zimmer, weil da waren halt noch so ein paar Zimmer übrig. Und wäre ich jetzt nicht Einzelkind, wäre das bestimmt noch zum Beispiel mein Wohnzimmer, jetzt das Schlafzimmer von meinem Geschwisterchen. War da einfach noch ein bisschen extra Platz. Denkst du nicht, dass du zu jung für Make-up bist? No hate. Okay, bevor ich das antworte, ich hatte plötzlich richtig viel Durst, um mir kurz was zu trinken. Ich nehme immer ein bisschen Wasser mit runter, weil nachts habe ich irgendwie plötzlich immer richtig viel Durst. Okay, jetzt mache ich wieder Fragen weiter. Also ich finde es eigentlich egal, mit wie vielen Jahren man mit Make-up anfängt. Ich meine, mein Motto ist, Hauptsache du tust keinem weh, tust dir auch selber nicht weh. Und ist ja nicht so, als würde ich so richtig viel Make-up benutzen. Ich meine, ich benutze nur Concealer, ich curl meine Wimpern und dann benutze ich halt noch so ein bisschen Rouge und dann vielleicht so ein bisschen Highlighter und dann noch Lipgloss. Ich meine, ist ja nicht so, als benutze ich so richtig viel Foundation, so richtig Heavy Contour und dann noch ganz viel Eyeliner. Okay, bevor wir jetzt weitermachen, wollte ich mal ganz intensiv mit euch hier meinen neuen Moisturizer vom Drunk Elephant benutzen. Oh mein Gott. Also wenn ihr schon mein letztes Video geschaut habt, wisst ihr, das war im Prinzip mein Geburtstagsgeschenk und ich bin einfach mit diesem Moisturizer obsessed. Ich wollte schon so lange mal ein Produkt von Drunk Elephant. Die Creme fühlt sich auch noch so gut an. Ich versuche nie zu viel zu benutzen. Ich habe Angst, dass sie dann zu schnell leer wird. Wir mussten einfach nur mal kurz diesen Moment appreciaten. Okay. Eigentlich bin ich jetzt fertig mit Skincare, also setze ich mich einfach wieder in mein Bett. Ich habe so einen heftigen Ohrwurm gerade. Okay, ich muss jetzt einfach nur kurz diesen Song abspielen, sonst nerve ich es noch die ganze Zeit. Okay. Jetzt können wir weitermachen. Okay, in welche Schule gehst du jetzt und in welche Klasse gehst du? Ich bin gerade im Gymnasium und in der 6. Klasse. Was war dir mal so richtig peinlich? Also, mir sind schon ganz viele peinliche Sachen passiert. Nur immer wenn mir was Peinliches passiert, dann versuche ich es einfach zu vergessen. Weil ich nehme jetzt an, ich habe keine Zeitmaschine, womit man zurückreisen kann und das jetzt ändern. Wenn ihr das habt, ziemlich cool. Könnte ich die mal bitte ausprobieren? Das war jetzt so ein bisschen Life-Advice. Oh, früher in der Grundschule habe ich mal so Kuscheltiere mitgenommen. I don't know why. Oh Mann. Ich dachte, ich könnte gerade noch so Life-Advice geben. So, ja, vergesst alles. Nee. Ein paar Sachen vergesse ich auch nicht. Ein paar Sachen merke ich mir noch. Hattest du schon mal eine 5 im Zeugnis? Hatte ich nur nicht. Schlechteste Note, die ich jemals im Zeugnis hatte, war eine 3. Wie lange lässt du deine Haare schon wachsen? Die sind echt mega lang. Erstmal, Dankeschön. Und eigentlich habe ich mir die neulich schneiden lassen. Früher waren die richtig länger, nur langsam haben die halt richtig genervt. Ich meine, ich finde lange Haare richtig schön. Nur wenn man sein ganzes Leben lang so lange Haare hat, nervt es langsam. Und ich musste einfach mal meine Haare ändern. So, ganzes Leben lang gleiche Haare, halt langweilig. Ich meine, ich habe mir Kurt Bang schneiden lassen und mit dem bin ich einfach obsessed. Aber so eine Riesenänderung ist es nicht. Und übrigens, bald im Mai werde ich jetzt noch eine Riesenänderung machen. Da verrate ich aber noch nicht zu viel. Hast du deine Spielzeuge, die Puppen und so weiter, von deinen früheren Videos noch? Wenn ja, kannst du die mal zeigen. Deine Videos sind super. Dankeschön. Also leider nicht, die habe ich alle gespendet. Aber wenn ich die noch hätte, würde ich die auf jeden Fall zeigen. Hast du schon mal deinen Lehrer wegen Hausaufgaben angelogen und hast du schon mal eine Klassenarbeit gesteckt? Also ich bin mir ziemlich sicher, wir haben alle Lehrer mal angelogen wegen Hausaufgaben. Das ist so eine Sache, die jeder Mensch tut und gespickt habe ich eigentlich nur nie.
Ich weiß, überraschend, aber habe ich noch nicht. Wie war dein Zeugnisdurchschnitt? Weil wäre mega, wenn du die Frage nehmen würdest. Bin ein Riesenfan. Okay, erstmal Dankeschön. Ich weiß den jetzt nicht auswendig, aber ich glaube 1,2. Ich habe auch mal mein Zeugnis in einem Roomtour-Video gezeigt. Also vielleicht könnt ihr das da nochmal sehen, aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wie sagst du deinen Eltern, dass du Therapie brauchst? Also, okay, das ist jetzt eher so ein bisschen ein ernsteres Thema. Ehrlich gesagt ist es gar nicht so einfach drauf zu antworten, weil alle Eltern sind anders. Aber meist von der Zeit fühlen sich ganz viele Teenies einfach wegen der Hormonumstellung richtig traurig, für gar keinen Grund. Und ehrlich gesagt, ich habe mich auch mal richtig, richtig plötzlich traurig gefühlt. Keine Ahnung warum, aber da habe ich mit meinen Eltern drüber gesprochen. Auf dem Internet könnt ihr noch ganz viele Sachen dazu finden, das würde ich machen. Aber ich kann euch wirklich keine Tipps geben, weil ich kenne eure Situation nicht. Also passt einfach auf euch auf. Ich glaube, ich werde gleich nochmal ändern, wie ich die Kamera hinstelle, weil ich bin immer gar nicht wirklich mit diesem Angle zufrieden. Aber wir machen jetzt einfach weiter. Auf welche Adjunkt stehst du? Also es war jetzt ein bisschen ein Mood Change. Also ich habe es schon ganz oft gesagt, Aussehen ist mir eigentlich richtig egal. Ich weiß, es ist eigentlich total Klischee, aber Hauptsache, die Person ist richtig nett zu mir. Das ist eigentlich das Einzige, was ich brauche. Würdest du mit einem Girl zusammenkommen? Also ehrlich gesagt, das ist eine richtig gute Frage. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, auf welches Geschlecht ich überhaupt stehe. Ich meine, ich bin ja nur 12. Aber ich meine, sogar wenn ich jetzt mit einem Girl zusammenkommen würde, wäre mir das eigentlich ziemlich recht. Hauptsache, die Person ist zu mir nett. Findest du dich selbst hübsch? Das ist jetzt auch wieder so ein ernstes Thema. Also, ich finde mich jetzt ehrlich gesagt so normal hübsch. Ich finde mich jetzt nicht so überhyper hübsch wie so Kim Kardashian. Aber es ist auch richtig wichtig, dass man sich so selber hübsch findet. Ich weiß, ganz oft wird ja so erzählt, wenn man sich selber hübsch findet, dann ist man anscheinend so arrogant. Aber es ist richtig wichtig, weil wenn man sich selbst liebt, dann fühlt man sich schon mal viel besser. Und wenn ihr denkt, ihr seid nicht hübsch, Leute, ich kann euch schon mal sagen, egal wie ihr aussieht, ihr seid wunderschön. Okay, trägst du einen BH und wenn nicht, warum? Ich trage kein BH, weil ich einfach keine Lust habe. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt kein Gesetz in Deutschland, das sagt, alle Mädchen müssen BH tragen. Obwohl ganz viele Leute in den Kommentaren denken, es gäbe so ein Gesetz. Ich meine, ich habe keine Lust, ein BH zu tragen. Das ist der einzige Grund. Nicht Trunk. Keine Ahnung, warum ich Trunk gesagt habe. Okay, ich muss einfach diese Kamera ändern. Es sieht zu schlimm aus, wie ich dich hingestellt habe. Ja, so geht nicht. Bestimmt werde ich gleich nochmal die Kamera ändern, aber gerade reicht es. Hast du manchmal keine Lust, Videos zu drehen oder macht dir das immer Spaß? Immer macht mir das jetzt nicht Spaß, aber jetzt ganz selten. Manchmal habe ich wirklich keine Lust. Da bin ich vielleicht zu müde. Dann drehe ich einfach kein Video. So einfach ist es. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Hauskinder, YouTube und so weiter. Also ich hoffe, dass ich in der Zukunft immer noch Influencer bin, aber sonst habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht. Ich finde es schon schön, wenn ich in der Zukunft ein schönes Haus hätte, aber ich glaube, es wäre einfach nur richtig leise. Gibt es was, das du unbedingt mal machen würdest, aber dich nicht traust? Skydiven. Isst du, was du willst oder achtest du auf Kalorien? Also ganz ehrlich gesagt, ich finde es richtig, ich finde dieses Calorie Counting richtig schlecht für den Körper. Ich meine, ich achte gar nicht auf Kalorien. Und ich will auch mal sagen, all bodies are beautiful. Einem sollte auch egal sein, wie viel man wiegt und so ein Kram, aber ich meine, ich achte schon auf, was ich esse. Ich meine jetzt nicht so, dass ich perfekt dünn bleibe, sondern dass ich halt gesund bin, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie so Fast Food oder Süßigkeiten esse. Und jetzt sind noch so ein paar andere Fragen, die ich jetzt nicht beantworten werde. Zum Beispiel, kannst du mal ein Girl Talk Video machen? Redest du mit deiner Familie über deine Periode? Wann hast du deine Periode bekommen? Was benutzt du lieber? Tampons oder Binde? Rasieren? Hast du einen Crush? / Freund? Also, all diese Fragen habe ich schon in meinem Girl Talk Video gemacht. Bald werde ich vielleicht nochmal eins machen, wenn sich Antworten ändern, aber gerade sind die noch alle gleich. Also schaut euch das Video an und ich glaube, das war's jetzt. Das waren jetzt all die Fragen. Habt jetzt alle beantwortet? Muss bald nochmal einen Fragesticker machen und jetzt probiere ich wirklich einzuschlafen. Good night!